Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in der WoWFin unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns heute mal die ganzen Promotion-Items anschauen, die es rund um den 20. Geburtstag von World of Warcraft gibt. Und das sind quasi jetzt keine Sachen, die mit dem Patch kommen oder ingame sind, sondern das sind alles externe Sachen, wo man sich irgendwas kaufen muss, wo man irgendwelche Codes besorgen muss, um dementsprechend ingame Rewards zu kriegen. Und ich würde sagen, die schauen wir uns mal an und ich werde euch auch ein bisschen erklären, wo wir das Zeug herkriegen. Als allererstes, wir haben insgesamt ein Mount, zwei Pets und vier Wappenröcke, die ich euch jetzt hier zeigen möchte. Als allererstes würde ich sagen, fangen wir mit dem Mount an. Und zwar das Mount ist hier das, was ich schon quasi aufgemountet bin. Das ist die Schildkröte. Und zwar schimpft sich die wilde schwarze Kampfschildkröte. Das Grundmodel kennt ihr vielleicht schon von diversen anderen Mounts. Und zwar, wenn wir mal reinschauen und hier Kampfschildkröte eingeben, dann seht ihr, haben wir dasselbe Model schon zweifach. Die waren, glaube ich, beide vom Handelsposten. Wie ihr seht, habe ich auch schon ein Video gemacht. Einmal quasi eine grüne Schildkröte mit so einem Aufsitz drauf, das hier oben so blau ist und dasselbe dann nochmal in rot. Und jetzt haben wir die nochmal in schwarz und ja, sieht eigentlich ganz cool aus, das Ding. Wir können auch ein kleines Mount-Emote mal kurz machen. Schildkröte versteckt sich dann einmal im Panzer. Und was wir dann auch noch haben, ist ein Pet und zwar haben wir den Mini-Flameo. Das ist dieser kleine Grubenlord, packen wir nochmal aus. Da seht ihr, hat sogar eine ganz coole Animation, wie er kommt. Da ist so ein Baby-Grubenlord, hat schon tatsächlich was. Und diese beiden gibt's über Hardware, die wir uns kaufen können und wir quasi dann einen Code kriegen. Ich habe das tatsächlich gemacht. Es ist, ich sag's euch, nicht ganz günstig. Und ja, ich zieh's euch jetzt mal rein. Ich habe hier mehrere Tabs offen, da werden wir gleich ein bisschen durchgehen. Also, die ersten beiden Items gibt es über eine Kooperation und zwar SteelSeries ist das und da gibt es drei Items, das Mount, das Pet und noch ein Mount, das ist ein altes und dieses alte Mount können wir jetzt auch wiederholen, das zeige ich euch vielleicht auch noch, solltet ihr jetzt was vergessen, also das ist eins, was es im Spiel bereits quasi zu spielen gab und das jetzt quasi hierüber wieder erhältlich, also ich glaube das war damals im Shop Grimson. Hasher, genau, das ist das hier. Genau, das war damals im WoW-Shop, das kann ich euch auch noch zeigen. Aber das könnt ihr eventuell schon haben, ne? Also es hat es, glaube ich, irgendwann zu WoD oder so gegeben. Ist sogar auch ein Flugmount, wie ihr seht. Sieht auch ganz nett aus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist nichts Neues. Genau, so, jetzt kommen wir zu den Voraussetzungen, die ihr dazu braucht. Also, wir müssen dafür Hardware kaufen, um diese Sachen kriegen zu können. Und zwar sind das drei verschiedene Sachen. Um den Grinsen in Hasher zu kriegen, müsst ihr die teuerste Hardware kaufen und die kostet in US-Dollar fast 200. In Euros ist es immer auf Amazon einen Ticken teurer gewesen, also immer so 5 bis 10 Euro teurer. Ne? Das hier ist einmal ein Headset, was ihr euch kaufen könnt. Und ihr seht auch mit dem WoW-Symbol, das ist halt alles über das 20. Geburtstagsevent, kann man sich aktuell auch schon holen. Ihr seht, hier kostet 219 Euro. Das Headset habe ich mir nicht geholt. Ich hatte nämlich tatsächlich schon das Mount damals aus dem Shop mir geholt. Dann das Pet kriegen wir nur über quasi einen zweiten Artikel. Und zwar ist das die Maus. Das ist diese hier. Ich habe mir die bei Amazon bestellt. Ich dachte mir aber, ich ziehe euch jetzt nicht Amazon rein, weil da meine ganze Lieferadresse und so steht. Deswegen, ne, machen wir mal lieber nicht. Das ist quasi die Maus. Ich hatte die mal ausgepackt. Die liegt auch ganz gut in der Hand. Ich benutze die jetzt mal so als Backup-Maus, ne? Also sprich, wenn meine Maus irgendwann einen Geist aufgibt, dann werde ich die mal benutzen. Hat so Seitentasten. Ich dachte mir, irgendwann will ich das vielleicht eh mal mit so mehreren Tasten machen, wenn wir teilweise die Binds auf der Maus auf der Tastatur ausgehen. Das muss ich mal gucken. Ich habe mir schon überlegt, ob man so Sachen macht, wie den Code einlösen, das Ding zurückschickt. Ich habe es jetzt mal nett gemacht, aber vielleicht könnte man sowas sogar machen. Also ich will jetzt hier keinen anstiften, aber naja. Aber ja, als Backup-Maus habe ich es jetzt mal quasi bei mir hier liegen lassen. Dafür gibt es dann das Pad und dann das Mount, was ich am Anfang gezeigt habe, die Schildkröte. Da habt ihr jetzt insgesamt vier verschiedene Varianten. Und die können wir jetzt auch mal kurz aufmachen. Die günstigste Variante ist quasi ein Mauspad, das habe ich mir geholt. Ihr könnt dann einmal ein blaues Allianz-Headset euch kaufen, kostet um die 40 Euro. Dann haben wir einmal dasselbe nochmal in Rot für die Horde. Dann gibt es ein Item,
also die Sachen sind eh schon überteuert, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber was, so wie ich das verstanden habe, ist das eine Taste auf dem Keyboard, die leuchtet und die sieht ja ganz cool aus, aber die kostet fast 90 Euro für so eine scheiß Taste. Das muss jeder selber wissen, aber naja, gut. Und dann, was ich mir geholt habe, ist das Mauspad. Das ist tatsächlich riesig. Und ist eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe jetzt all die Jahre kein Mauspad benutzt. Ich habe es jetzt mal aufgebaut. Und also, ich finde auch für ein Mauspad 45 Euro ist auch ein bisschen überteuert. Ich sag's euch, wie es ist. Aber es ist wirklich riesig, das Ding. Also da, ich habe quasi meine Tastatur, meine Maus und rechts und links ist noch ein gutes Stück Platz. Und ich habe es auch schon eingeweiht. Ich esse ja am PC ab und an auch was. Und naja, schon ein bisschen draufgekleckert. Wenn ihr dazu quasi ein ausführlicheres Statement hören wollt, dann fragt mich ein paar Wochen im Stream, ob das Ding sich gut reinigen lässt. Ich werde es bestimmt vollsauen. Genau, so viel dazu. Also ich habe mir quasi die Maus und das Mauspad geholt. Mauspad ist in Benutzung, Maus aktuell tatsächlich noch nicht. Aber mal gucken, vielleicht benutze ich die irgendwann mal. Genau, dafür gibt es die zwei Teile. Würde ich euch empfehlen, die zu kaufen. Ich sag's mal so, wenn ihr die Maus super schön findet und die brauchen könnt, dann kauft euch das. Oder wenn ihr irgendein Top-Collector seid und sagt, okay, ich will jedes Mount haben, kauft euch das auch. Aber sonst ist die Schildkröte jetzt nichts Besonderes, ne? Für 45 Euro, wenn ihr das Mauspad brauchen könnt, könnt ihr das nehmen. Und beim Pad ist es halt ähnlich, ne? Also jetzt 160 Euro für ein Pad auszugeben, muss halt jeder selber wissen. Ich als Top-Collector mache das. Aber ja, ob das jeder braucht, ist halt die andere Frage. Genau, das war jetzt die erste Promotion. Das können wir jetzt mal zumachen. Und dann gucken wir uns die zweite Promotion an. Das ist jetzt ein bisschen trickier. Und zwar gibt es noch eine weitere Promotion. Und zwar diese Trolley-Promotion-Geschichte. Hier ist es so, dass ihr da wahrscheinlich als EU-Bürger nicht so einfach rankommt. Denn diese Trolley-Promotion-Geschichte ist nur in den USA und ihr könnt da nur über Umwege rankommen. Was gibt es da Schönes? Es gibt einmal ein Pad und zwar Gummi, ne? Und es gibt Wappenröcke und das sind insgesamt 4 Wappenröcke, die ihr holen könnt. Ich kann euch die auch mal kurz in-game zeigen und dann erkläre ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer, was ihr machen müsst. Also, wir schauen uns erstmal noch Gummi an. Gummi ist das Pad hier. Es ist einfach ein Wurm und naja, ist halt passend, weil ihr kriegt es über eine Firma, die so Gummiwürmchen herstellt, ne? Also darüber passt das. Und die Wappenröcke, die finden wir unter Gegenstände und dann haben wir hier einmal, ne, nicht Brust, da haben wir Wappenröcke. Und das sind quasi hier diese Dinger, ne? Also das ist einfach ein gelber Wappenrock, der schimpft sich halt sonnengelber. Dann gibt es dasselbe Model noch in grün. Hier in Backsteinfarben für Fachleute. Und es gibt noch einen Scharlachroten, den habe ich aber tatsächlich noch nicht. Da bin ich noch dran. Aber das sind die Wappenröcke, ne? Und ja, wie kriegen wir die jetzt? Es ist folgendermaßen. Wir müssen einen Code einlösen. Und zwar zwischen dem 1. September, da ist jetzt die Aktion losgegangen. Und es geht bis zum 28. Februar 2025. Also ihr habt da noch ein bisschen. Und hier ist es aber so, um diese Codes zu kriegen, sowohl für das Pad als auch für die Wappenröcke, müsst ihr in einem Store in den USA so ein Gummipäckchen kaufen, so eine Gummipackung quasi, von dieser Marke, also von Trolley. Und dann müsst ihr aber euch da quasi auch noch auf so einer Seite anmelden. Ihr braucht eine Adresse in den USA, ne? Also ihr müsst eine Wohnadresse in den USA haben. Ihr müsst quasi in den USA gemeldet sein und ein Ding haben, also eine US-Telefonnummer. Und ich glaube sogar auch noch eine E-Mail brauchst du, glaube ich, auch noch irgendwas. Man kann das alles so ein bisschen cheesen, wenn man das will. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ihr könnt aber von jemandem, der das für euch macht, ne, und Leute verkaufen das tatsächlich auch, könnt ihr einfach den Code erhalten und den Code eingeben. Außer ihr kennt jetzt irgendwen über Ecken, der quasi da in den USA wohnt und das für euch machen kann, ne? Wie das jetzt auf der Seite alles funktioniert, kann ich euch tatsächlich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Ich habe keine US-Adresse, ich habe kein US-Telefon und dieses ganze Zeug. Aber ich habe mir diese Codes besorgt. Und wo ihr die vielleicht auch kriegen könnt, will ich euch so ein bisschen erklären. Also hier für das Pad könnt ihr das anscheinend in irgendeinem Store kaufen. Bei den Wappenröcken ist es sogar noch so, dass das in bestimmten Stores sein muss. Ne? Also diesen grünen, ne, gibt es dann in Dollar General. Noch nie was von gehört. Dann den Backsteinfarbenen kriegt ihr bei Walgreens
Und den Scharlachroten gibt es bei Circle K. Also es sind anscheinend irgendwelche Geschäfte in den USA. Kenne ich mich auch nicht mit aus. Genau. Und dann diesen sonnenfarbenen. Bei dem ist es ein bisschen besonders. Da ist anscheinend ein Laden, der so ein Online-Punktesystem hat. Krogers heißt der. Und da muss man 1500 Punkte holen. Man kann aber anscheinend bei denen auf der Seite auch ein Minigame spielen. Und über dieses Minigame die Punkte erspielen und sich dann in Wappenrock einlösen. Und das ist anscheinend Coin Quest, ist dieses Minispiel, wo man das machen kann. Ich persönlich habe das auch nicht gemacht. Mir hat jemand, der das gemacht hat, den Code geschenkt. Tatsächlich da nochmal vielen Dank an der Stelle. Aber darüber könnt ihr euch das theoretisch holen. Ich werde diese ganzen Sachen euch mal verlinken. Dann könnt ihr da vielleicht ein bisschen gucken. Wie löst ihr jetzt die Codes ein, wenn ihr sie denn habt? Also, das zeige ich auch noch. Wo haben wir es? Genau. Also, hier im Battle.net Client könnt ihr hier oben drauf gehen. Und dann könnt ihr hier Code einlösen machen. Dann kommt ihr auf eine Seite und hier tragt ihr euren Code ein. Und danach werdet ihr halt gefragt, auf welche Lizenz, ob ihr es auf die US-Lizenz, EU und so weiter. Ihr wählt natürlich EU aus. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Hier könnt ihr sowohl, wenn ihr die Maus, Mauspad, Headset oder was auch immer quasi gekauft habt, könnt ihr die Codes eintragen und kriegt euer Zeug. Und das geht auch mit den Codes vom Pad, ne? Also von dem Wurm. Und es geht auch mit den Wappenrücken. Wenn ihr jetzt die Sachen eventuell käuflich erwerben wollt und nicht mit diesem ganzen Zeug, mit US-Handy und Anschrift und so ein Zeug euch rumschlagen wollt, es gibt ein Discord, das nennt sich, jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, WoW Market Discord, genau. Im WoW Market Discord werden solche Sachen quasi angeboten, ne, solche Codes, und die könnt ihr kaufen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Das kann ich euch hier kurz rüberziehen. Also, das hier ist das WoW Market Discord. Und da gibt es dann so Sachen wie TCG-Loot und dann bieten Leute sowas an. Zum Beispiel hier viermal Gummipad für 300k. Dann hat er diesen Crimson Tabard für 400k verkauft, der Brick Tabard und so weiter. Also, die verkaufen einfach die Codes, zum Beispiel hier gegen Gold, ne? Und da gibt es dann mehrere Anbieter, da könnt ihr euch dann so ein bisschen durchscrollen und eventuell einen finden, der es vielleicht möglichst günstig anbietet und das kaufen, ne? Also das kann ich so ein bisschen empfehlen, da euch zu schauen. Ich brauche, wie gesagt, auch noch einen, dann bin ich am Schauen. Im Data for Azeroth Discord gibt es auch quasi welche, die so eine Umfrage haben, wer den noch braucht. Ich glaube, das ist jemand, der auch ein paar Codes beschafft. Ich habe tatsächlich meinen Gummiwurm über das Data for Azeroth Discord geschenkt bekommen. Da haben ein paar Leute, die in US waren, anscheinend viele gekauft und haben dann den Leuten, die da aktiv sind, die Codes beschafft. Ne? Also das war eigentlich ganz nett, dass ich... da habe ich einen Wappenrock herbekommen. Falsch. Also ich habe mir bis jetzt einen gekauft und alles andere habe ich tatsächlich irgendwo geschenkt bekommen von Leuten, die es besorgt haben. Da nochmal vielen Dank raus. Und ja, gut. Das waren jetzt alle Items. Und dann sind wir da tatsächlich durch mit dem Ganzen. Sollten da noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in den Kommentaren. Und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.